Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Lina habe ich auch soweit fertig gemacht. Wir fahren jetzt in die Arkaden. Ich habe vergessen, Hakans Box mitzunehmen. Die Casey Rebel Box gestern, als wir bei Mama waren. Und Mamas Jacke. Die wollte ich abgeben. Danach muss ich auch sofort wieder nach Hause, weil ich für Audel kochen muss. Ich habe jetzt schon den Salat gemacht, den Reis auch. Also habe ich in Wasser getan. Und ich muss Hähnchen kaufen beim Türken. Das ist schon fertig mariniert und so. Und das schmeckt super, super lecker. Das hat er immer bei Mama. Also meine Mutter macht das sehr oft. Und er hat jetzt Lust drauf. Deswegen machen wir das. Und morgen gibt es dann sehr wahrscheinlich Falafel. Na, Linusch, das ist fertig gemacht. Na, annehmen? Ja, wir ziehen jetzt die Schuhe an und dann gehen wir. Hat er eine Kabinette annehmen? Ja. Eine Kabinette. Aber, Burda, gell? Aber, da. Guck mal hier. So. Es ist so hell. Ich habe heute keinen Highlighter drauf. Sieht man das? Ich habe heute irgendwie keine Lust, weil es ist so heiß. Ich meine, ich habe schon genug drauf, obwohl es warm ist. Braucht man ja eigentlich nicht, ne, wenn die Sonne da ist. Aber wir fahren. Jetzt fängt Lina wieder an zu erzählen. Na, Maus? So. Mama! Anne! Ich wollte heute eigentlich. Ich habe ja den Coupon von der Rossmann-Box verloren. Und ich habe die jetzt angeschrieben, die schicken mir jetzt Donnerstag einen neuen zu. Und dann. Genau. Audrey hat Donnerstag frei. Mal schauen, wenn wir es schaffen, gehen wir Donnerstag dann die letzten Sachen für das Tauschpaket kaufen. Eins ist ja schon fast fertig. Und dann noch das andere. Mein Arm tut voll weh. Ich werde das dann halt mischen. Ich will jetzt nicht. Weil momentan ist zu 60% alles das, was zugeschickt ist. Und 40% habe ich bis jetzt selbst gekauft. Aber das andere Paket will ich jetzt auch mal schauen. Ich gucke mal, wie ich das mache. Was noch? So, jetzt müssen wir eigentlich langsam los. Es ist voll warm. Ich habe gerade noch gebügelt. Und bei dem Wetter bügeln, Leute. Ich mag es ja zu bügeln, ne? Aber bei dem Wetter, das ist ein No-Go. Ja, ne? So. Übrigens habe ich das Oberteil von gestern an, weil ich habe gestern Abend die Sachen gewaschen. Und weil ich gerade gebügelt habe, dachte ich mir, komm, bügel das. Und dann habe ich das irgendwie wieder in der Hand gehabt und habe es direkt angezogen. Haare auf oder zu? So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich koche. Ja. Ich schwöre, war so, ihr Lieben, wir haben jetzt gegessen. Audrey ist jetzt zur Arbeit gefahren. Und ja. Wir wollen vielleicht Donnerstag zum Festival Amazon in Dortmund. Vielleicht kennt ihr das. Aber es ist noch nicht sicher, weil Audrey meint, unser Auto, mit dem schaffen wir das nicht. Aber wir schauen mal, ob ich Shivan überredet kriege. Als Geburtstagsgeschenk für Audrey. Mal schauen. Ich habe ihm jetzt geschrieben, dass er mich anrufen soll. Ich weiß aber nicht, wann er mich anruft. Weil er ist bestimmt am Schlafen, der fastet ja. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall hier aufräumen. Wir waren Wasser kaufen und Bananen, weil wir kein Wasser mehr haben und keine Bananen mehr. Und Lina schmachtet gerade. Übrigens hat Lina ihre neuen Schuhe an. Sie wollte die unbedingt anziehen. Kleine Schuhe. Wow. Sag Papa. Hätte gern Achim. Muss Achim, gell? So, auf jeden Fall, ich habe alle Sachen von Audrey gebügelt, aber er hat nichts davon angezogen. Ich glaube nur die kurze Hose. Schatz, warum tust du mir das bei dem Wetter an und ziehst es nicht an? Obwohl es ist sehr warm draußen. Wir haben 33 Grad. Und morgen wird es. Nee, Donnerstag wird es sogar. 34 Grad. Oh ja. Aber komm. Lecker. Übrigens haben wir nur noch 4 Stück von diesen
Keksen. Übrigens, Leute, das gar nicht zu empfehlen. Die ersten Tage ist alles schön und gut. Ich habe jetzt von Kik die hier gekauft. Ich weiß nicht, ob ich euch die gezeigt habe. Das ist so Wachs. Ich habe jetzt mal Vanille gekauft, Jasminduft und hier, was ist das? Wäre auch schön, wenn wir Waldbeere. Das riecht aber am besten, finde ich. Und Vanille. Ja, aber der meint, das riecht nicht so stark, aber die versprechen ja immer was, ne? Und dann riecht es nicht stark. So, ich werde auf jeden Fall jetzt die Küche aufräumen und ich werde euch mitnehmen, weil ich habe gemerkt, ich habe euch lange nicht mehr mitgenommen, wenn ich geputzt oder aufgeräumt habe. Deswegen viel Spaß wünsche ich euch jetzt und gleich geht's dann weiter. Wow, was ist das? Du tust mir auf jeden Fall. You were tall, I looked up from where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: give me all for your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one middle finger and the door shut. 'Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, let them think we are crazy. 'Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. 'Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one middle finger and the door shut. 'Cause I know we are real as can be. Yeah. Although we stick to each other, we're free. We are free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them,
Ich glaube, sie hat Zahnschmerzen. Also ich gehe mal davon aus. Ich habe die Wäsche aufgehangen heute. Die ist aber noch nicht ganz trocken. Also die ist schon trocken, aber ich lasse sie noch ein bisschen lüften. Und die Wohnung, Leute, die Wohnung sieht aus. Will mir jemand helfen kommen? Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber es ist schon schlimm. Ja, ich muss hier dringend aufräumen. Na, jetzt schläft Lina. Wir haben jetzt 9 Uhr. Das ist sehr gut. Ich räume jetzt hier auf und dann mache ich mir meine Shisha. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Aber ich muss Linas Tür ein bisschen zumachen. So. Das sieht voll hässlich aus, wenn ich nur eine Strähne raus habe. Oder doch nicht. Ach, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, genau, wir haben 9 Uhr. Die Küche habe ich, also nicht aufgeräumt, aber die Teller habe ich gewaschen. Ich muss jetzt noch alles in den Schrank tun. Und dann, ja. Mehr wird heute auch nicht passieren. Ich lasse die Kamera wieder laufen. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people, staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. I was no good, they said, you could do much better. Geworden. Aber ich werde mich verabschieden und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.